Und hallo und willkommen zurück auf dem Mars. Hier sind wir das letzte Mal, glaube ich, stehen geblieben, weil wir es nicht geschafft haben und ein Schluss musste. Und wir müssen jetzt irgendwie hier rauf. Aber ich habe irgendwie keinen blassen Schimmer so richtig wie, weil das ist gerade sehr, sehr nervig. Man kann es nicht richtig einschätzen. Von wegen Mars macht mobil. Nee, bei Mars hängst du. Ich war da oben. Oh Mann, die Steuerung, die ist manchmal so kotze. Probieren wir es einfach mal. Ah, so. Wir sind droben und ich hoffe mal. Nee, da liegen welche. Ich hätte schon gedacht. Die Bi und Hure Holz müssen wir alles wieder zurück. Aber es sind welche hier. Das ist ja sehr nett von den Entwicklern. Jetzt habe ich gedacht, wir müssen alles wieder zurücklautschen und mit den Steinen hier nochmal raufspringen. Da hätte ich natürlich sehr abgekotzt, muss ich echt dazu sagen. Und ich muss sagen, ich komme jetzt in Bordach nicht mal dazu, zu diesem Spiel zu spielen. Ich möchte erstmal daran gewöhnen, wie das hier ging. Aber so kompliziert war ja die Steuerung nicht. Wir sind ja nicht bei einem Witcher. Oder beim anderen tollen Mensch. Oder bei einem anderen Spiel. Oder bei Mass Effect oder irgendwie sowas. So, gut. Okay. Aber ich hoffe mal, das war wirklich bis zum Raufspringen gedacht und nicht zum... Oh, das ist jetzt wirklich zum Raufspringen gedacht? Oder muss ich da noch was draus... Nee. Muss doch nichts mehr draus bauen. Ich hab jetzt schon gezweifelt. So, gut. Chaka, wir schaffen das. So, gehen wir mal zurück und schauen mal, was unsere gute Frau hier hinten macht. Wie gesagt, ich komme jetzt ein paar Tage nicht zum Spielen, aber es tut ja dies durch einen Abbruch. Ich habe auch noch kein Teil hochgeladen. Hallo, hallo, willst du mit mir gehen? Nein? Gut. So, und hier haben wir wieder, oh, dieses äußerst komplizierte Rätsel. So. Okay. Wir gehen nach oben. Wir probieren mal. Ja. Falsch. Okay. Wir probieren den. Richtig. Wir nehmen mal den. Und tschack. Okay, das war jetzt. Das war jetzt Zufall. Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren, aber es war jetzt richtig. Sehr schön. Auf dem Müll auf meinem Schreibtisch liegen. So, was sind jetzt hier? Sind wir im nächsten Level? Muss eigentlich auch bald vorbei sein, weil so viel dürfte hier nicht mehr kommen bei dem Spiel. Gucken wir mal, was da so passiert. Was ist denn jetzt? Hast du dich aufhängert? Nee, doch nicht. Okay. Krater. Okay, wir sind in einem Krater. Und dort vorne steht wieder unsere nette junge Lady, die da auf uns wartet und uns so hilfreich hier zur Seite steht. Da folgen wir natürlich. Das bestimmt hier die Mutter Gaia, könnte ich mir zumindest vorstellen. Weil hier unter ihr wird immer alles grün, alles gedeiht. Es ist bestimmt der Leben des Planeten. Wie es halt auf dem Mars so ist. Oder auf Nibiru. Könnt ihr euch raussuchen. Guck mal, ich kann viel schneller rennen. Ich hab so dicke Sachen an. Oh, das ist wieder ein Haus. Okay. Hui. Aber lieber nicht, ich bleib mal lieber bei hier auf dem grünen Rasen. Das ist sicherer. Man weiß ja bei dem Planeten nie, was passiert. Laufen wir einen Meter, wenn man aufgespießt oder von irgendeiner merkwürdigen Pflanze gefressen. Das ist ja hier dieses Lustige an der Sache. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Aha. Dann gehen wir mal hier runter zu dem Haus und schauen mal, was dort vor sich geht. Also. Oh, die Steuerung und die Grafik, die macht mich irre. К нашему большому разочарованию, экологическое воздействие нашей эксплуатации зеленого огня
Die Testperson. Sehr zu unserem Leidwesen waren die ökologischen Auswirkungen unserer Ausbeutung des grünen Feuers katastrophal. Das Pflanzenleben starb schnell ab. Wir nahmen an, dass das Moos die Hauptnahrungsquelle für alles Leben auf diesem Planeten war. Zum Glück Leidwesen. Was? Zum Glück, Quatsch. Zum Leidwesen für unsere Zivilisation bedeutet der Rückgang des Mooses nicht nur einen Rückgang der Energie, sondern auch weniger Sauerstoff. Menschen und Pflanzen begannen gleichermaßen zu sterben. Wie der Zufall es wollte, bemerkte einer der Ärzte etwas Seltsames in der Stadt. Eine unserer Assistentinnen, Elida, hatte einen Garten und ärgerte die prächtig. Wir haben versucht, ihr Geheimnis zu lüften, aber Elida verhielt sich ungewöhnlich zurückhaltend. Offenbar war ihr Kind in den früheren Stadien des Sauerstoffmangels gestorben. Elidas Weigerung, mit uns zusammenzuarbeiten und uns ihr Geheimnis mitzuteilen, zwang uns zu drastischen Maßnahmen. Soldaten drohten, den Garten zu verbrennen. Aber wenn Elida sich bewegte, um ihre Pflanzen zu schützen, wurden sie stärker. Sie reagierten auf ihre Berührung und sie erwachten zum Leben. Elida wurde als Werkzeug betrachtet, eingesperrt und musste schreckliche Experimente durchleiten. Wir veränderten sie erheblich auf genetischer Ebene, indem wir eine unglaubliche Menge einheimischer DMS aus konservierten Muskulaturen in ihren Körper injizierten, während sie durch Schmerz und Prozess aufhüllte, nahmen wir ihre Menschlichkeit auf molekularer Ebene. Als wir mit ihr fertig waren, war Elida eher eine Pflanze als ein Mensch. Ihre Augen nahmen eine leuchtend grüne Farbe an und ihre Lungen füllten sich mit CO2, aber es war ein Erfolg. Ihre Fußspuren belebten den Boden, aus dem kleinen Keime des Lebens wuchsen. Das Moos reagierte auf ihre Berührung und es erhob sich aus dem Staub. Ich erwartete nicht, dass Elida uns vergibt, aber sie ist die einzige Hoffnung, das Gleichgewicht des Lebens auf dieser Welt wiederherzustellen. Ohne Elida wird dieser Planet bis in all Ewigkeit ohne Leben bleiben. Aha, ist das doch sowas wie dem Burger, ja? Die Elida? Чем человеком. Ее глаза сделались блестящего зеленого цвета, а ее лёгкие наполнились углекислом. Ist das hier also die Elida mit ihren schrecklichen Experimenten getan? Kann ich mit ihr jetzt sprechen? Aber sie hilft uns ja. Nein, ich kann nicht mit ihr sprechen. So, gut, wo gehen wir mal hin? Wie geht man hier hinter? Da leuchtet ein Licht, und wo ein Licht leuchtet, da setzt dich nieder, denn böse Menschen haben kein Licht. Okay. Gehen wir mal hier hinter. Ach, das ist doch hier das Licht von vorhin, oder? Dieser Leuchtturm. Nicht von vorhin. Ja, von Dale, keine Ahnung. Ich jetzt drüben balancieren, an die Magge. Das wird ein außergewöhnlicher Trotzellakt. Ja, also. Balancieren kann man, ne? Nee, das geht doch nicht, ich kann irgendwo gar nicht vorbei, oder? Okay, gut. Alles klar. Nee, das. Ich glaube, hier müssen wir nicht balancieren, wir gehen in die andere Richtung. Wir gehen mal in eine andere Richtung. Vielleicht können wir da ja irgendwas machen. Wir können doch nicht hier vorbeispringen müssen. Das geht doch gar nicht. Du wirst jetzt zwar noch leben. Oder deinen letzten paar Nerven. Okay. Und wir machen halt einfach mal weiter. Wo müssen wir hin? Die gute Dame hier oben sagt ja nichts mehr. Sie sitzt hier einfach nur dort und denk ich mal an ihr Haus. Das war bestimmt ihr Haus. Sie hat uns ja dorthin geführt, um uns etwas zu zeigen. Und wir haben zugehört. Sehr, sehr traurig.
Ach ja, da sich ein Wolf läuft, da sich ein Wolf läuft. Also es ist ganz schön in die Länge gezogen, muss man echt zugeben. Ich glaube, wir müssen doch darüber balancieren, wollen sie jetzt hier verarschen oder was? Ach du elende Scheiße. Ach du grüne Neune. Ja, okay. Ja, müssen wir das wohl tun, oder? Ich glaube, diesen Dänen ist Trotzseil Akt. Komm ich hier noch irgendwo lang? Nee. Gut, jetzt lauschen wir halt wieder den ganzen Weg dorthin und haben natürlich nichts gefunden. Huch, wie ist das spannend. So, machen wir mal einen kleinen Stunt. Hui, stark war. Ach du Sau, wir fliegen hier, oh wow, oh wow. Wir fliegen über Berg und Tal und singen wie die Nachtigall. Hä? Ah, hier liegt noch was. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Okay. Bericht des Direktors. 17.11.1978. Ich dachte, ich hätte heute einen Überlebenden gefunden. Eine Hand steckte sich aus dem Schmutz nach Hilfe greifend. Als ich auf das verkohlte, sterbende Fleisch zurückzurannte, traf es mich wie ein Schlag. Es war ein schrecklicher Überrest unserer Eingriffe, der irgendwie immer noch am Leben war. Das einheimische Leben will sich an mir rächen. Und bald wird es ihm gelingen. Ich bin für diesen Wahnsinn verantwortlich. Wir gehören nicht hierher. Der Planet hat dies nicht verdient. Die fernen Welten sind außerhalb unserer Reichweite, da wir uns noch nicht das Recht verdient haben, dorthin zu gelangen. Und irgendwie befürchte ich, wenn die Zeit kommt, wird der Mensch diese Himmelsschätze nicht wegen ihrer Wunder suchen. Er wird dies tun, weil er seine ursprüngliche Heimat zerstört hat. Wir sind Narren. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Was? Hui. Ah. Meine Nerven. Wie kann das denn passieren? Ich kann doch hier runterlaufen. Also da stimmt manchmal an unglaublichsten Stellen. Also irgendwie 1 Meter gefallen, tot. 20 Meter gefallen, am Leben. Okay, es geht weiter. Gut, wir gehen jetzt mal hier entlang. Also das ist ja das mit dem sein Ableben ist immer sehr merkwürdig. An vielen Stellen. Nun gut. Wo sind wir denn eigentlich jetzt gelandet? In einem riesigen Krater. Das ist natürlich irgendwie unheimlich. Wir gehen einmal in die Mitte hier. Hallo? Dunkelheit. Первичный анализ метеорита указывает на нетипичность в сравнении с метеоритами, найденными на Земле. Etwas? При дальнейшем исследовании riesiger Meteorit. Eine erste Analyse des Meteors zeigt, dass es nicht typisch für terrestrische Meteore ist. Nach weiteren Untersuchungen scheint der Meteor Teil eines hochtechnisierten Fahrzeugs zu sein
Unsere aktuelle Theorie ist, dass dieser gerade der Landeplatz für die fortgeschrittene Rasse war, die die Portale und die damit verbundenen Energiestrukturen aufgebaut haben. Wir haben einen Forschungsaußenposten auf den Kraterrand eingerichtet und wir planen, diese Gegend zumindest im nächsten Winter zu erforschen. Okay. So ist der Mensch. Alles, was er findet, macht er kaputt. Und wo hat er das eingerichtet? Ich könnte jetzt eine Stunde lang hier durch den Krater rennen, das ist doch langweilig. Und wir gehen mal hier rauf. Wir laufen halt einfach mal hier rauf zu. Und hier rauf. Und dort rauf. Und überall rauf. Ich krieg eine Macke! Ich krieg hier noch eine Scheibe. Die Steuerung geht mir sowas von auf den Sack. Fange ich denn jetzt an? Also kann ich jetzt nochmal da drunter rennen? Ich kriege gleich einen Anfall. Nee, warte mal. Wow. So, mal gucken, vielleicht kann man bis drüber schweben. Schau mal. Ey, das ist doch nicht normal. Da sollst du keinen Komplettanfall kriegen. Also sehr weit. Ich glaube, das schafft nicht. Aber ich weiß was. Ich habe das so eine ganz, ganz blöde Befürchtung. Echt da drauf schweben. Alles klar. Hä? Also irgendwie komme ich ja gerade noch gar nicht mehr mit. Also irgendwie. Also irgendwo. Ist mir das gerade. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass ich lang balancieren muss, aber wie soll ich denn da rüberkommen? Weil das ist ja dieser Scheißdreck hier am Weg. Das kann doch halt irgendwie davor schweben, ey. Das kann doch halt denn ernst sein jetzt, oder? Jetzt mal hängen geblieben, sind wir schon wieder tot. Das kann doch halt jetzt wirklich nicht denn ernst sein, oder? Welches kranke Hirn kommt denn auf so eine spastische Idee? Das soll man treffen?